I bleach, you let me go. Anytime I reach, you get me low. Anytime I seek, you let me know. But I play to the seek, just let me grow. I want my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Yeah, yeah. Da, 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 da. 'Cause I'm begging, begging you. Komm schon, dann müsst ihr auch so put your love in and out, baby. I'm begging, begging you. So put your love in. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Quatsch! Aber ja, nur ganz gut. Das denkst du oft. Ja. Oft bin ich auch. Und wie heißt du, wo kommst du her? Hi, ich bin der Luan. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus der Schweiz, aus Bern. Also wir freuen uns sehr, dass du da bist. Luan. Ja, wie geil. Dankeschön. Luan. Luan Team Ray. Ich kann es gerade echt nicht glauben. Ey, nee, ganz ehrlich, weißt du was, wenn ich dir sagen darf, du hast für eine Weile ein bisschen das nach unten gehalten. Ja. Yeah. Und dann waren wir, also Marc und ich haben getanzt, das hast du nicht gesehen, ist wahrscheinlich gut so, aber... Ich habe eure Köpfe gesehen. Ja, yeah. Aber das Ding ist, dann haben wir gedacht, ah, der geht nicht dahin, wo er hingehen muss, weil es ist natürlich gefährlich, denn die Emotionen irgendwie so rauszupacken und sagen, I'm begging, begging you. Boom! Und dann hast du es gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, fuck it, der Typ ist geil. Und dann habe ich meinen Move gemacht, nur für dich, wo ich drauf sitze und dann rumgegangen hat. Super aber Move, dann, super Move. Ist ein geiler Move. Ja, ne? Geil. Aber dann, und dann wart ihr alle schon da. Ja. Und das war ein bisschen peinlich, aber... Nee, war ein geiler Move. Und ich, tatsächlich, wir beide, Ray und ich, wir sind ja sofort aufgesprungen, ja, bei den ersten Tönen, die du gesungen hast und dachten, okay, geil. Es ist gleichzeitig oldschool und fresh. Das ist genau die Mischung, von der ich überzeugt bin, dass das einen richtig großen Platz hat gerade. Ich glaube, dass du mit deinem Sound, mit deiner Energie und jetzt weiß ich auch, wie du aussiehst, mit deiner Ausstrahlung ganz schön weit kommen kannst und ganz schön, absolutely, ganz schön was reißen kannst. Danke, vielen Dank. Bei der Nummer finde ich, also die ersten hätten versagt, als es zu diesem Switch kam, ne, zu dem Sprechgesang, ne, und dann wieder schnell zurück zu dem Gesang, hast du krass gemacht. Wir wissen, ne, wir können das analysieren, wir wissen, wie schwer das ist, aber du hast es überhaupt nicht so dastehen lassen. Und das ist eine verdammt große Kunst. Kann ich dich ein bisschen was fragen? Natürlich. Okay. Kommst du in mein Team? Ja, wäre nicht ganz so gleich mit der Tür ins Haus fahren. Nee, aber machst du schon lange Musik? Bist du in einer Band? Erzähl mal. Ich glaube, wirklich angefangen zu singen habe ich so in der 7., als ich dann auch so langsam mit dem Stimmbruch fertig wurde. Dort war ich in einer Schülerband. Wir waren ein Duo. Okay. Und meine Kollegin, die mit mir gesungen hat, die hatte halt immer so mehr Kraft in der Stimme als ich. Und das war immer so ein Battle zwischen uns. Und es war aber auch immer so ein ziemlich guter Push. Und ja, das ist so mehr oder weniger meine Geschichte. Und in welcher Klasse bist du jetzt? ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Schule, nach der 9. für
3 Jahre. Als was? Dachspengler. Kennt keine Sau hier. Das ist, aber sag mal, Dachspengler, was macht man da genau? Das ist eigentlich das gleiche wie ein Dachdecker, nur mit Blech. Wow. Crazy. Gibt es denn in deiner musikalischen Welt irgendwelche Idole, die du hattest? Ja, sicher. Also Michael Jackson war schon immer so ein, aber ja, wer nicht? Und Freddie Mercury. Darf ich dir einen Rat geben? Wenn man dich ein bisschen mehr analysiert und sagt halt, okay, wo waren deine Stärken, wo waren deine Schwächen? Das war ein bisschen Arbeit für dich, dieses Lied. Aber du hast die richtige Energie gehabt. Und die Sänger, die du jetzt ausgewählt hast, irgendwie so Freddie Mercury, oh my God. Wichtig für dich ist, deinen eigenen Weg zu finden. Weil in Rock könntest du auf jeden Fall mitmachen. R&B, Urban, I mean, you gotta live it to love it. Ich finde halt irgendwie so, das ist ein langer Weg, ein harter Weg. Und ich glaube halt, dass diese Reise jetzt bei The Voice of Germany, das ist so eine wichtige Reise für dich. Und das ist die Reise, die ich dir anbieten kann. Ich helfe dir, deine Passion zu finden. Ich sag's dir, Team Ray, wir standen ein paar Mal auf dem Podium, aber ich will diesmal mit dir auf dem Podium stehen. Und deswegen musst du in mein Team kommen. Bitte. Hast du schon eine kleine Tendenz gehabt, als du hergekommen bist? Ja, aber... Also ich nehme an, vielleicht habe ich schlechte Karten, weil ich dich vielleicht ein bisschen an deine Bandpartnerin erinnere. Vielleicht kannst du das ausblenden. Ja, okay? Also lass bitte es einfach Stephanie ausblenden. Nein, ich bin nicht so, wirklich nicht. Doch, genauso. Come on, Luan. Ihr macht mir alles sauschwer. Luan, hier lang. I am choosing. Steffi. Ah! What the? Ich bin ganz cool. Ey, das ist der Knaller. Ich freue mich wahnsinnig. Dankeschön. Oh, wie schön. Ich will dich nicht mehr loslassen. No!